gleich lachen, weil ich bin jedes Mal am Putzen, wenn ihr mir zuschaut. Aber das muss einfach sein. Wer viel arbeitet, der muss auch viel putzen, weil das Maleressen ist immer irgendwo schmutzig. Aber das macht nichts, das gehört einfach zu meinem Job. So, heute möchte ich euch mal eine Landschaft zeigen, Landschaftsaufbau, den man mit Maleisen und den bunten Wachsen hier arbeitet. Das habe ich euch nämlich noch nicht gezeigt. Ich nehme jetzt eine DIN A5 große Malkarton, Spezialpapier, das habe ich euch ja schon erklärt. Und jetzt fange ich mit dem Himmel an. Dazu tue ich jetzt einfach mal die Karte hier drehen. Das Maleisensohle muss sauber sein. Ja, jetzt mache ich mal die Farbe drauf. Weiß, so ganz klassisch erstmal mit bisschen Blau. So, und ihr seht schon, wenn ich DIN A5 großes Papier nehme, dann mache ich die ganze Malsohle mit Wachs. Habe ich jetzt nur diese Größe, dann müsst ihr einfach nur die halbe Malsohle mit Wachs bedecken. Ja? Aber diesmal jetzt die ganze. So, ich nehme noch ein bisschen anderer Farbton dazu. Und ein bisschen soll die Sonne auch scheinen. Das mache ich dann in die Spitze. So, Maleisen Spitze, Sonne, Untergang. So, jetzt gehen wir flott drüber. So, und jetzt ganz wichtig, die Spitze vom Maleisen schaut in die Mitte. Und wie gesagt, habe ich euch schon immer gesagt, grundieren immer zum Bauch herziehen, ja? So, bin doch relativ weit gekommen. Machen wir das Ganze nochmal von oben nach unten. Und durch. So, und jetzt haben wir auch schon einen ganz tollen Himmelsstimmung hinbekommen. Ihr seht, wem das zu gleichmäßig ist, dem verrate ich jetzt einen Trick, wie er ein paar Wolken reinbringen kann. Dafür lege ich es nochmal hin. Jetzt ist auch ein bisschen gelaufen, macht nichts. Gehen wir einfach von unten ganz flott drüber. So, und wie ihr seht, haben wir jetzt ein paar Wolken drin. Ich werde oft gefragt, ja, warum muss ich denn so grundieren? Warum kann ich denn nicht so rüberziehen, das Maleisen? Ganz einfach, wenn ich so rüberziehe, habe ich hier einen Streifen vom Maleisen. Der zieht sich durch das ganze Himmelsgebilde. Das muss nicht sein. Und wenn er so grundiert, wie ich es euch gezeigt habe, könnt ihr auch ganz schmale Himmel machen. So breit wie die Maleisensohle ist. Ja? Gut. Der Himmel wäre gemalt. Legen wir es mal wieder quer vor uns hin. So, und jetzt schaue ich, ich habe jetzt Gelb hier im Himmel. Deshalb fange ich jetzt hier an, mit Gelb die Farbe wieder aufzugreifen. Und von der Stromseite, von links nach rechts, werde ich jetzt immer dunkler mit dem Farbauftrag. Ein bisschen Blau darf auch noch rein, das schimmert vom Himmel auf die grüne Wiese. Dann ein bisschen Grünton. Was habe ich denn hier? Sieht noch braun aus. Mal gucken. Ja, das darf auch noch etwas rein. So, jetzt könnt ihr sehen, von links nach rechts die Farben schön dunkel aufschmelzen. Und ihr merkt, es läuft überhaupt nichts. So ist es richtig eingestellt, wenn es aussieht wie Olivenöl. Jetzt gehe ich mal rüber, setze im Himmel an. Die Spitze schaut zum Bildrand nach unten. Ich fahre runter ins Tal, hinten weit raus. So, und die erste Ebene ist geschafft. Ein Stückchen weiter unten fahre ich wieder zurück. Und das mache ich jetzt zwei, dreimal, bis ich unten angelangt bin und das Wachs schön verteilt habe. So, ich sage immer, in der Wiegeform das Wachs verteilen. Wenn ich das in der Bergform mache, dann habe ich einen dicken, fetten Hügel im Bild und das sieht nicht toll aus. Ich kann es euch mal zeigen. Man kann jetzt schon eine Landschaft erkennen, mit Tiefe drin. Ja, denkt bitte an die Wiegeform. 1, 2, 3, 4, bis ihr unten angekommen seid. So, jetzt sieht es aber noch langweilig aus. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was reinarbeiten. Gräser, ein bisschen Wiese, vielleicht auch ein paar Blümchen. Das zeige ich euch mal, wie das geht. Zwischendurch mache ich mal hier ein neues Blatt. Weil sonst zieht man sich immer die Farben wieder von hier draußen ins Bild rein. Das muss nicht sein. So, auch sauber machen zwischendurch. Die Ränder ausputzen. Sonst haben wir alles auf dem Bild, was wir nicht haben wollen. Hier auch die Rillen. Gut so. Gut.
jetzt möchte ich hier unten ein schöner Saugeffekt haben. Das kann man natürlich so machen, indem ich das Maleisen hier andrücke. Und was seht ihr? Den Abdruck vom Maleisen sieht nicht schön aus. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das besser machen kann, ja? Gut. Mal das Wachs wieder hier aufschmelzen. Was haben wir denn da? Muss ich schnell gucken. Bisschen blau. Und jetzt lege ich mir die Karte direkt auf die Hände drauf. Das ist überhaupt, das geht so schnell, dass es überhaupt nicht heiß wird. Ihr braucht keine Angst haben, dass man sich die Finger verbrennt. Wenn jemand Angst hat, der legt sich ein Stückchen von diesem Papiertuch dazwischen. Und ihr seht, einfach abrollen, abkippen. Und die Spitze ist mehr oder weniger aus dem Bildrand draußen. So, und nun haben wir einen Saugeffekt, ohne dass man die Kante vom Maleisen sieht. Das sieht doch schon mal viel besser aus. So, fällt aber immer noch was. Ein paar Gräser wären schön. Was machen wir jetzt noch? So, ich halte mein Eisen ganz gern hier unten, weil da bin ich näher am Geschehen und jetzt mit der Rundung einfach die Gräser schön reinziehen. Ich auch mal ein bisschen Bewegung, dass die nicht so ganz steif drin stehen. So. Und jetzt kann man noch die ganze Kante vom Eisen hier auflegen. Schaut mal. Und jetzt mache ich so eine Schneidebewegung, als ob ich irgendetwas abschneiden würde mit dem Messer. Ich drehe mit dieser Hand hier die Karte und meine Bewegung geht immer in die gleiche Richtung. So, und jetzt habe ich hier ein Agavengras gemalt, würde ich euch auch mal schnell zeigen. So einfach geht's und es entstehen unheimlich schöne Effekte. Könnte ich mit dem Pinsel in dieser Zeit gar nicht malen. Also Inkaustik ist immer für Überraschungen gut. So, jetzt können wir aber noch ein paar andere Formen reinsetzen. Vielleicht nicht immer alles so stachelig. Jetzt mache ich die gleiche Bewegung, mache oben aber eine Rundbewegung. Schaut mal, so oben rund und zurück. Rund, zurück. Oben rund und zurück. So. Und hier achte ich, dass ich immer wieder hier auf den Punkt zurückkomme, damit es schön aussieht. So, jetzt haben wir schon unterschiedliche Grastypen. So, und jetzt machen wir noch ein neues Gras. Eine Pflanze. Ich lege die ganze Seite auf, da kann ich aber hier jetzt noch ein bisschen Wachs an die Kante dran schmelzen. Jetzt gehe ich mal wie so eine Schlange von oben nach unten. So, und das ist doch faszinierend, was hier entsteht. Das ist natürlich auch ein bisschen Fantasie dabei. Aber die Natur bringt ja so tolle Gewächse zustande. Das gibt es bestimmt irgendwo auf der Welt. Wie so ein Halm. Kann man dann später das und das zusammen als eine Palme verwenden. Das kann ich euch auch schnell zeigen, wie das funktioniert. Machen wir doch gleich. Dafür nehme ich ein bisschen vom Braun an die Kante. So. Setze hier so an die Ecke dran. Mach wieder diese Bewegung. Das ist mein Palmenstamm. Da muss ich nur mal drüber, das ist nicht ganz klar geworden. Ich habe zu viel Wachs. Das macht nichts, da könnt ihr jederzeit wieder noch mal drüber gehen. So, gefällt mir jetzt besser. Und jetzt braucht der Palmenstamm noch die Gräser. Dann machen wir jetzt noch dazu. Hier auch einfach so drüber gehen mit der Kante. Und hier die Gräser. Hier eine Zickzack-Bewegung an den Stamm dran malen. Eins, auf und runter Bewegung. Darüber. So, und im Nu haben wir eine Palme in unser Bild reingemalt.
Was natürlich jetzt noch fällt, wäre ein Vogel. Dafür muss das Maleisen wirklich sehr, sehr sauber sein. Ganz wichtig, dass hier vorne kein Wachs drin ist. Ja? Entweder man schiebt jetzt wirklich das Papiertuch da dazwischen, putzt aus, oder man kann jetzt so ein Stückchen Zewa nehmen, wenn man auf der sicheren Seite ist, sein möchte. So. Dann schiebe ich das so, wie so ein Blocker da vorne rein. Ja, das hat mir schon oft geholfen. Ist dann doch einiges rausgelaufen. So, dann nehme ich eine Farbe, die passt ganz gut jetzt hier. Setze einmal ganz frontal auf, hol mir einen Wachsknüttel, tropfe den hier auf. Das ist der Bauch, rechts rum und links rum die Flügel. Machen wir gleich nochmal. Punkt rechts und links die Flügel. So. Dann haben wir doch heute schon wieder was gelernt. Gräser, Landschaftsaufbau, Himmel, Vögel, alles in einem Bild verteilt, aufgeteilt. So, natürlich brauchen wir auch noch unseren Politurstrumpf. Nylon geht am besten, bitte kein Zewa-Tuch nehmen, weil das gibt feine Haarrisse und Kratzer. Jetzt polieren wir das Ganze noch, kriegt es einen schönen Glanz und unser Landschaftsbild ist fertig. Ich hoffe, euch gefällt es. Und wenn ihr Lust habt, schaut ihr beim nächsten Mal wieder rein. Da zeige ich euch einen Landschaftsaufbau, ohne dass wir das Maleisen dafür verwenden. Und dafür verwenden wir die zwei Teilchen. Was das ist, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Und tschüss!